Hallo meine Mädels, ich hatte auch endlich mal Glück und habe eine schön für mich Box gewonnen und ich habe die gerade eben abgeholt bei Rossmann, denn es hat endlich aufgehört zu schneien bei uns. Ja, die möchte ich jetzt gerne mit euch zusammen auspacken. So, mal schauen, wo geht die denn überhaupt auf? So, hier unten. Also es ist die Aprilbox, hier sieht man's. Das Video werde ich übrigens ungeschnitten hochladen. Das heißt, alle Reaktionen von mir, die ihr seht, sind echt. So, hier ist jetzt noch einmal eine Box drin. Es ist eine Box in einer Box. Hier sieht man es. Das finde ich immer ganz schön, weil dann kann man vielleicht auch die Box behalten. So. Schauen wir doch mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist auch meine allererste Schön für mich Box. Ich habe bestimmt schon ein Jahr oder so dort mitgemacht. Und jetzt habe ich endlich mal gewonnen. So, jetzt ist es hier. Hier haben wir die Schleife. So, ich glaube, hier sind, wenn ich es von anderen Videos richtig in Erinnerung habe, Coupons drin. Ja, genau, ich gucke erst gar nicht rein. So, schauen wir doch mal. Okay, ist was zu essen drin. Also, so sieht das Ganze von innen aus. Und jetzt gucken wir. Hier haben wir erstmal einen Maskenpinsel. So sieht er aus. Zum gleichmäßigen Auftragen von Feuchtigkeits- und Pflegemasken auf Gesicht und Dekolleté. Aha, ich wusste gar nicht, dass es dafür einen extra Pinsel gibt. Also ich mache mir ja sehr oft Masken ins Gesicht, gerade so beim Baden. Das ist gut zu wissen. Und den kann ich bestimmt auch gut gebrauchen, weil ich habe es bis jetzt einfach immer ganz normal benutzt. Und er kann auch als Highlighter-Pinsel verwendet werden. Ah, das ist auch cool. Ich hatte ja mal diese Highlighter auch von Rossmann beim normalen Produkttest gewonnen. Und dann kann ich die da mit auftragen. Oh, eine Mandelnussschnitte. Und das Beste ist, ich stand eben vor diesen Mandelnussschnitten und war kurz davor, mir eine zu kaufen, weil ich die total lecker finde. Ja, jetzt brauchte ich keine mehr kaufen. Ist eine drin. Cool. So, dann haben wir hier, das ist bestimmt eine Kur, oder? Ja. Arganöl und Cranberry, 1 Minute sofort Kur von Isana. Hier seht ihr das. Dann, oh, Bett- und Körperspray mit sanftem Mandelöl und Bambusextrakt. Kann ich das auf mein Bett spülen? Das Bett- und Körperspray aus ca. 15 cm Abstand auf den Körper oder die Bettwäsche sprühen. Vor dem Sprühen auf Stoffe erst an unfälliger Stelle testen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das riecht. Okay, also es riecht schon mal gut. Aber ich würde es mir nicht aufs Bett sprühen. Also ich muss jetzt nicht mit, dass mein Bett nach Mandel riecht eigentlich haben. Das ist dann nicht so mein Ding. Okay, hier ist noch mehr zum Sprühen drin. Aber erstmal, ja, nehmen wir das zum Sprühen noch. Dove Deo Original. Okay, hier steht jetzt nicht drin, wonach es wirklich riecht. Es steht einfach nur Dove Original. Ist das schon der Duft? Ist es überhaupt? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ah, okay. Also es riecht nur ganz dezent, finde ich. Ohne Aluminium, so sieht es aus. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also es riecht eigentlich gut. Also man riecht nicht viel, aber das, was man riecht, riecht gut. So, dann haben wir hier noch Rasierschaum. Weiß ich gar nicht, ob ich den großartig immer so brauche, denn ich benutze ja die Gillette Breeze Klingen und da ist ja dieses Rasiergel mit integriert. Blueberry Sensation mit Blaubeerextrakt, so sieht es aus. Aber, naja, wenn ich bade, dann rasiere ich mich schon mal mit Rasierschaum. Wenn ich jetzt dusche, dann eigentlich eher nicht. So, dann haben wir hier Froschreine Pflege Cremeseife. Ah ja, sieht auch ganz schön aus, finde ich. Die Packung hat so Blüten drauf. Ich guck mal, wonach es riecht. Ich will es mir jetzt nicht einfach auf die Hände tun. Ist irgendwie undefinierbar. Also es ist kein sehr starker Geruch auch, ist auch ein ganz leichter.
Ich kann gar nicht genau sagen, wonach es riecht. Weiß nicht. Ganz, ganz leicht blumig, würde ich sagen. Aber wirklich nur ganz dezent. Okay, dann ist hier noch drin ein. Ah, das finde ich ganz cool. Von Wilkinson's World. Intuition Sensitive Care. Ein Rasierer. Den kenne ich nur vom Sehen her. Also, ich habe ihn noch nie probiert. Gucken wir doch direkt mal rein. Wie sieht denn auf? So, schauen wir mal, wie der genau aussieht. So, das hier ist er. So sieht der Rasierer aus. Okay, er ist recht breit. Ich glaube, für die Intimrasur ist das eher ungeeignet. Und ja, hier ist die Rasierklinge drin. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie der rasiert. Also ich werde ihn auf jeden Fall ausprobieren. Und dann muss ich mal schauen. So, und dann das letzte gute Stück von Rival de Loop Perfect Time. Warte, hier hängt so Zeug, so diese komischen Dinger drin. Pearl and Shine Konzentrat, jeder Hauttyp. Mit Pantheon und Koffein. So sieht es aus. Und was ist das jetzt genau? Rival de Loop Perfect Tint Pearl and Shine Konzentrat. Mit luxuriösen glänzenden Schimmerperlen ist die intensive Pflege zur Hautverschönerung. Wirkung. Mit dem enthaltenen Skin Perfect Komplex aus Polygonum bis Torta wird bei regelmäßiger Anwendung die Leucht- und Strahlkraft der Haut optimiert, sowie das Erscheinungsbild erster Fältchen und Linien verbessert. Ah ja. Hilft bei der Hautberuhigung und Koffein wirkt anregend auf den Stoffwechsel der Haut. Ergebnis: ein verschönerter, strahlender Teint und ein seidenweiches Hautgefühl. Strahle ich noch nicht genug? Ich dachte, ich werde gerade so schön angeschienen von vorne. Das strahle ich doch so gut. Ja, das war es schon. Also für 5 Euro finde ich es vollkommen okay. Ich glaube, allein der Rasierer ist schon teurer. Ja, ansonsten ist hier nur noch dieses Zeug drin. Ja, also was mich jetzt freut, also der Rasierer, den finde ich auf jeden Fall cool. Die Seife kann man gut gebrauchen, weil die in der Küche gerade leer geht. Die Mandelnussschnitte finde ich gut, der Pinsel gefällt mir. Den Rasierschaum kann ich nicht auch gebrauchen, weil mit dem neuen Rasierschaum passt perfekt. Das Dove werde ich auf jeden Fall auch benutzen. Nur hier, damit weiß ich noch nicht so wirklich, was anzufangen. Vielleicht nehme ich das mit, wenn ich ins Hotel oder so gehe. Ja, weil da riecht die Bettwäsche ja nicht immer so toll. Genau, was haltet ihr von den Produkten? Habt ihr davon schon mal was benutzt? Dann könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Und wenn ihr auch so eine schön für mich Box wollt, die könnt ihr gewinnen. Ich glaube, also immer die erste Woche vom Monat und dann Dienstag bis Donnerstag, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder Montag bis Mittwoch. Nee, Dienstag bis Donnerstag könnt ihr die mal gewinnen, genau. Also wie gesagt, immer in der ersten Woche. Den Link dazu setze ich euch wie immer in die Kommentarbox. Und ja, sagt doch mal, vielleicht habt ihr auch eine gewonnen. Wie zufrieden seid ihr damit eurer Box? Oder hättet ihr euch die gekauft? Also wenn ihr jetzt gewonnen hättet und ihr wisst jetzt, was drin ist, hättet ihr euch die gekauft oder hättet ihr sie dann doch einfach in der Filiale liegen lassen? Ja, das würde mich jetzt einfach mal interessieren und ich sage Tschüss und bis bald.